das ist total schwierig, aber für mich ist ein schlechter Film. Da kannst du mir die Frage zum Schluss stellen. Weil ich, wenn ich den guten Film zuerst erkläre, den schlechten Film erklären kann. Ein guter Film ist für mich, glaube ich, im Prinzip wie bei einem Konzert, dass du sagst, du sitzt 1,5 Stunden, 2 Stunden da, bist fasziniert, bist gefesselt, denkst an nichts anderes, sondern bist einfach voll, 100% in der Geschichte drinnen und bist auch nachher noch immer, dass du sagst, du denkst vielleicht am nächsten Tag auch noch drüber nach, über die ganze Geschichte. Sei es, ob es witzig war, ob es traurig war, ob es was auch immer war. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Indikator dafür ist auch, wenn man irgendwie anderen Leuten dann davon erzählt, mit Begeisterung. Ich glaube, dann ist das schon ein Indikator dafür, dass es ein guter Film war oder ist. Ich sage mal, es gibt 3 ganz großartige Filme, wo ich nicht sagen könnte, welcher jetzt für mich der beste ist. Auf jeden Fall Wake the Dog. Dann Big Lebowski. Ist ein unglaublicher Klassiker. Und um da den österreichischen Film da eine zu bekommen, mehr oder weniger, Hallo Dienstmann ist nach wie vor ein Film, den ich mir so unglaublich gern anschaue, weil es ist einfach ein was soll ich sagen? Hallo Dienstmann, schaut es euch an, es ist einfach ein Träumchen, was braucht man nichts reden. Beim schlechten Film ist ja so, was ist wirklich ein schlechter Film? Ist natürlich auch relativ und ist für jeden anders. Ich glaube, im Prinzip ist es das Gleiche wie beim guten Film, nur mit anderen Vorzeichen. Und was sicher bleibt, ist, ich glaube, wenn man auch nachher irgendjemanden davon erzählt wieder und irgendjemanden erzählt, wie furchtbar schlecht dieser Film ist, ich glaube, dann war er wirklich schlecht. Oder hat man zumindest als schlecht empfunden. Wobei, der schlechteste Film, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie, also zumindest kennt ihr mich überhaupt nicht erinnern, einen Film gesehen, wo alles schlecht war. Also wo wirklich das Drehbuch schlecht war, die Schauspieler schlecht waren, das Licht schlecht war, die Kamera schlecht war, das Drehbuch schlecht war. Wisst ihr nicht, irgendwas ist immer, was du sagst, das ist gut. Da habe ich lange drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Und da ist mir dann aber eingefallen, weil was ist wirklich ein schlechter Film? Es gibt so viele schlechte Filme, aber was ist der schlechteste? Ist natürlich schlecht, schwer herauszufinden. Wobei ich aber sagen muss, ich bin ein einziges Mal bis jetzt in meinem Leben im Kino ungefähr bei der Hälfte aufgestanden und gegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, das Leben ist zu kurz. Und das war bei A Wild Wild West. Das war furchtbar. Also das ist ein Film, wo ich glaube, da müsste schon viel passieren, dass ich mir den noch mal freiwillig anschaue. Ich habe mir diese Seiten angeschaut und es ist natürlich immer wieder eine gefährliche Geschichte. Sei es Filme, Musik, was auch immer, das Beste oder das Schlechteste zu suchen, weil es ist natürlich das Empfinden ist jeden anders. Kann sein, dass Wild Wild West für manche der beste Film aller Zeiten ist. Schwer vorstellbar, aber möglich. Und das ist natürlich bei solchen Geschichten immer sehr, sehr schwierig. Aber ich finde es einfach großartig, dass es Rankings gibt, weil, und sei es jetzt ein positives Ranking oder ein negatives Ranking, es ist egal. Ich glaube, wenn wir eine Platte machen würden und es gäbe ein großes Ranking, wo wir als die schlechteste Platte aller Zeiten, es hat ja auch schon wieder was. Es ist ja schon wieder witzig. Und das ist ja fantastisch. Und vor allem ist das immer wieder Anlass für Diskussionen, weil Leute immer wieder sagen, ja, wie kann man die das als schlechtesten Film hintun oder als besten Film oder wie kann dieser oder jener Film den besten, den Oscar für den besten Film oder was kriegen, weil die anderen waren viel besser. Rankings geben immer, oder irgendwelche Abstimmungen, Votings geben immer Anlass für Diskussionen. Und das ist einfach super. Und das finde ich da gleich lässig. Und das gibt es ja auch in Hollywood, die goldene Himbeere, oder wie das heißt. Ich finde das fantastisch. Und vor allem finde ich es dann noch fantastischer, wenn es Schauspieler, Filmemacher, was auch immer gibt, die das dann auch mit einem gewissen Lächeln hinnehmen und sogar, ich glaube, dass sie den Preis sogar abgeholt hat Sandra Bullock, dass sie den Preis sogar abgeholt hat für diesen. Ich finde das fantastisch. Aber es gibt halt, im Großen und Ganzen ist es halt, auch wie beim Konzert zum Beispiel, ist es der Gesamteindruck, der am Ende überbleibt. Und ob jetzt einer da sitzt und sagt, das hat mir gefallen oder das hat mir nicht gefallen. Und dieses Empfinden auch in Rankings, sage ich mal, Ausdruck zu verleihen, finde ich eine super Idee und ist zu unterstützen.